Was machen die meisten Männer, wenn eine Frau sie anschaut? Richtig, sie gucken weg. Und das hat verschiedene Gründe. Erstens, sie haben es nicht mal bemerkt. Zweitens, sie sind nervös oder schüchtern. Und drittens, sie wollen cool wirken. In diesem Video bekommst du eine Lösung für jedes dieser drei Probleme. Mein Name ist Andy Friday und ich habe in den letzten Jahren über 1000 Männer dabei begleitet, Frauen zu verführen und dabei die richtige zu finden. Und das Ganze ohne ein Arsch werden zu müssen. Um jetzt das Charisma zu bekommen, das du schon immer wolltest, klick auf den Link in der Beschreibung und lass deinen persönlichen Flirttyp von uns individuell analysieren. Diese kostenlose Analyse dauert etwa 45 Minuten, sodass du noch am selben Tag einen roten Faden hast, wie du dein inneres Charisma nach außen tragen kannst. Dass die Frau, die du magst, dich auch genauso begeistert anschaut, wie du sie. Hier und in der Beschreibung ist der Link und jetzt legen wir los. Erstens, woran du bemerkst, dass eine Frau dich anschaut. In meiner Arbeit mit vielen Männern stellt sich meistens heraus, die Frage, die sie sich eigentlich stellen sollten, ist nicht, wie sehe ich, ob eine Frau mich anschaut, sondern warum siehst du nicht, wenn eine Frau dich anschaut? Und die Antwort ist ziemlich klar. Achte mal darauf, wie oft schauen Frauen dich an, ohne dass du es merkst? Nicht nur ein paar Mal im Leben, sondern wenn du joggen gehst, wenn du in der Natur spazieren gehst oder einfach nur mal durch die Stadt schlenderst, dann passiert das bei dir in normalen Bevölkerungsgruppen etwa 1 bis 3 Mal am Tag. Und das sehe ich in meinem Coaching immer und immer wieder. Männer, die vorher gedacht haben, dass sie überhaupt nicht attraktiv sind, laufen durch die Stadt und merken auf einmal, dass Frauen sie begrüßen, dass Frauen sie anlächeln und auf einmal öffnet sich eine komplett neue Welt. Übrigens, diesen Kanal zu abonnieren ist für dich komplett kostenlos. Klick einfach auf den roten Button unter diesem Video, um dann von YouTube einen Nutzer anzulegen. Der große Vorteil ist, du bekommst diese Videos viel früher angezeigt als alle anderen. Ich will dir mal eine kurze Geschichte erzählen. Das hier ist Thomas. Thomas hatte massive Selbstzweifel, als er mit diesem Coaching angefangen hat. Er ist Stotterer schon sein ganzes Leben lang. Du kannst dir vorstellen, wie das wahrscheinlich in Gesprächen mit Frauen war und wie er sich gefühlt hat und geschämt hat. Wir haben ihn dahin gebracht, dass er sich großartig fühlt und Frauen ihm jetzt solche fantastischen Dinge sagen wie: Ich habe jemanden wie dich noch nie kennengelernt. Und dann hat sie tatsächlich irgendwann dann, wie hier im Laufe des Gesprächs erwähnt, endlich ein Mann auf Augenhöhe. Das, was du gerade gehört hast, das kannst du auch. Dass uns das nicht auffällt, wenn eine Frau ein Auge auf uns geworfen hat, liegt daran, dass wir nicht daran glauben wollen, dass wir attraktiv genug sind. Wir glauben oft nicht, und du vielleicht auch nicht, dass eine Frau dich lieben könnte. Und das ist das eigentliche Problem an der ganzen Sache. Der Anfang ist also immer grundsätzlich den Glauben zu entwickeln, dass du inhärent liebenswert und attraktiv bist. Und das bist du verdammt nochmal. Bist du etwa kein guter Mensch? Versuchst du es nicht? Bist du nicht für andere da, bist hilfsbereit und man kann sich auf dich verlassen? Na also, und das kannst du auch ausstrahlen, das kann sie wahrnehmen und sie tut es schon längst. Zweitens, wenn eine Frau dich anschaut, wirst du nervös oder schüchtern. Vielleicht denkst du, du bist nicht nur dann, wenn eine schöne Frau dich anschaut, schüchtern, sondern vielleicht fühlst du dich grundsätzlich immer schüchtern. Aber warum meinst du, glaubst du das? Was hat dazu geführt oder was ist mit dir passiert, dass es dir nicht leicht fallen darf, eine Frau auch anzulächeln, die dich anschaut oder zu ihr hinzugehen? Ich glaube nicht, dass dein Problem ist, dass du cool sein willst. Das machen die Machos. Deine Stärke ist, dass du für Menschen da sein kannst. Und deine Schüchternheit ist nicht das Problem. Du musst einfach nur 10 Sekunden länger mutig sein als alle anderen. Wie wäre es, wenn es für dich leicht wäre, dein Charisma wirken zu lassen? Drittens, manche Männer wollen nur cool sein. Was wäre noch cooler, als wegzugucken, wenn eine Frau dich anschaut? Richtig, den Mut zu haben, zu ihr hinzugehen. Und über die Möchtegern-Alphas, die zu cool sind, einer Frau aufrichtiges Interesse zu zeigen, wenn sie das in ihrem Herzen eigentlich wirklich spüren, über die brauchen wir gar nicht erst zu reden. Denn selbst wenn du das manchmal gemacht hast, weil du gedacht hast, naja, das funktioniert hoffentlich, dann weißt du, das bist nicht du. Aber wer bist du wirklich? Bist du der Mann, der nicht nur 10 Sekunden länger mutig sein will? Kannst du dein innere liegendes Charisma, das du als Kind schon längst hattest und es jetzt vielleicht einfach nur vergessen hast, als du im Sandkasten mit anderen Mädchen gespielt hast, kannst du das wieder aus dir herausholen? Manchmal wissen wir nicht, welche Eigenschaften schon längst
attraktiv an uns sind und dass sich Frauen schon längst in dich verlieben könnten. Ich helfe dir dabei, genau das aus dir herauszuholen. Komm in die kostenlose Charisma-Analyse und wir analysieren Schritt für Schritt, wie du diese Anziehung auf diese eine Frau wirken lassen kannst, ohne dich zu verstellen. Und wenn du dieses Gefühl von gewollt werden, wenn eine Frau den Raum betritt und dich anschaut, spüren willst, dann komm in die kostenlose Charisma-Analyse. Klick auf den Link in der Beschreibung oder hier.